Hey Leute, weiter geht's hier mit Batman Arkham Knight, wo wir in das Luftschiff von Simon Stagg einbrechen wollen. Doch bevor wir das machen können, da schweben sie ominös über unseren Köpfen schon. Aber bevor wir da reinkommen, müssen wir erst ein Upgrade abholen. Deswegen sollten wir das vielleicht mal machen. Das ist da drüben irgendwo. Hui, ich will endlich mit dem Batmobil hier nach Founders Island kommen können. Einfach einmal nach oben. Und da stehen wir. Ja, das war elegant. Wo ist es denn? Zack, hier ist es. Gib mal her. Schon guckt. Er ist begeistert. Ein Distanz-Hacking-Gerät. Sicherheitscode und Multi-Hack-Gerät löst umliegende Objekte und Fallen aus der Ferne aus. Das klingt doch gar nicht schlecht. Oben auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke. Ich kann mit dem Distanz-Hacking-Gerät hineingelangen. Hey, Mr. J, was machst denn du hier? Na? Ich weiß, warum es dir hier oben gefällt, Bats. Hier hast du Zeit, über die wichtigen Dinge nachzugrübeln. Zum Beispiel, ist Oracle tot? Ist das alles meine Schuld? Wer stirbt als nächstes? Ja, ich lach mich auch immer schlapp. Da, dann finden wir es raus. So, da drüben. Dann muss ich erstmal gucken. Kann ich von hier aus schon... Wo ist es denn? So, kann man von hier aus schon hacken? Nee, da ist die Distanz wohl doch etwas zu groß. Müssen wir erstmal rüber. Ich habe sowas von keine Lust, Riddler-Trophäen zu sammeln. Das glaubt ihr gar nicht. Wie viel Unlust ich darauf habe. So. Hier dürfte die Distanz akzeptabel sein. Die Luke ist von innen verriegelt. Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann ich die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanz-Hacking-Gerät überbrücken. Da ist die Kontrolltafel. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, das ist wieder dieses... alte System, was wir schon aus den anderen Teilen kennen. So, offen! Und wir sind drin. Da liegen sehr viele tote Leute da unten. So, können wir die irgendwie hacken? Was machst du da? Ich demonstriere dir noch etwas. Wie du sehen kannst, sind die Ziel- und Steuerungssysteme jetzt fast perfekt. Sieh hin, das Licht ist weiß. Das ist gut. Das heißt, dass sie dich als Freund erkennt. In dem Modus bist du sicher. Denk aber dran. Wenn das Licht rot ist, wirst du zum Ziel. Was sollen wir in dem Fall machen? Dann bleib dir weg von hier. Ja, das ist quasi der Tipp für uns jetzt. Der eingebaute Prozessor errichtet ein nicht hackbares Netzwerk. Und nur mit diesem Gerät lassen sich die Drohnen steuern. Wärst du da nicht die Schwachstelle? Sehe ich etwas schwach für dich aus? Das habe ich aber eben auch schon gedacht, dass wir halt dieses Gerät von ihm holen müssen. So, immer mal gucken. Vielleicht hat der Riddler ja hier auch was versteckt. Ist alles sauber. So, wie viele Drohnen sind denn das eigentlich? Viel zu viele. Okay, die drei Kerle können wir wahrscheinlich einfach so ausschalten. Wenn ich so ein Ding hätte, würde ich immer drin sitzen. Die Soldaten nutzen eine unbemannte Drohne.
Wenn ich die Fernsteuerung des Piloten hacke, kann ich die Drohne umprogrammieren und gegen sie einsetzen. Aber wäre das dann nicht... Ich bin überrascht, dass es hier oben nicht mehr Turbulenzen gibt. Ich wüsste nicht mal, wie das Teil zu stabilisieren ist. Interface außer Reichweite. Was ist denn das für ein Distanz-Hacking-Ding, das so? Ich habe die Codes. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. So eine kurze Reichweite nur hat hier. Das ist, nichts. Das soll so sein. Ist die Kalibrierung. Weißt du, was... Das war einfach, aber das war ja auch nur das Tutorial dafür. So, wie komme ich denn jetzt rein? Wahrscheinlich hier hinten weiter, aber... Oder hier durch? Fingerabdrücke nicht erkannt. Zugriff verweigert. Ach Mist. Wir brauchen Fingerabdrücke. Könntest du mir mal eine helfende Hand leihen? Oh Gott, war der schlecht. Wie komme ich da rein? Jetzt, also da runter. Guck mal, was da liegt. Guck mal dahin. Achso, mit Hacken. Reibung vielleicht. Danke. So, auf der anderen Seite ist die Tür aber auch aufgegangen. Bringt uns das irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen da trotzdem irgendwie rein. Wir brauchen ja... die Fingerabdrücke. Ist da noch irgendwas zum Hacken? Außer der kaputten Drohne? Nee. Ich gehe wieder runter. Irgendwas haben wir übersehen. Ach, da ist noch irgendwas. Die Falltür sieht aber einladend aus, oder? Danke, Mr. J. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da rein? Da brauchen wir doch bestimmt... Wo ist es denn? Nee, nicht der Unterbrecher. Wir brauchen... die Distanzstromladung. Würde ich jetzt spontan behaupten. Ist uns hier irgendwie das Gerät... dass wir uns die Kiste hier irgendwie wegziehen. Oder wir holen das Batmobil hoch. Das geht natürlich Sieh auch. Wie groß das Ding ist. Ich habe nicht nachgemessen, aber er ist größer als dein Eierschoner. Du kannst das Ding nie und nimmer bewegen. Ja, bisher hat er ja recht, ne? Los, Bats, finde eine Lösung, um den Behälter zu bewegen. Gib mir mal einen Tipp, Mr. J. Ja, doch, da vorne ist irgendwas. Nur was? Stabilitätssteuerung kann manuell überbrückt werden mit dem Distanz-Hacking-Gerät. Natürlich. Wir haben ein neues Spielzeug, das müssen wir jetzt natürlich erstmal an allen Ecken und Kanten einsetzen. Hier, ich würde einfach mal vermuten. Proteine? Wieso Proteine? Interessant, wenn man das nur in Bewegung setzen könnte. Da bist du. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Spur von Mr. Stack? Noch nicht. Der Arkham Knight und Scarecrows Truppen haben getötet, wen auch immer sie finden konnten. Es muss einen Grund geben, weshalb Sie da sind, Sir. Was haben Sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig. Wenn sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest. Aber, Sir, Sie haben die Chance, dies zu beenden. Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt. Auch Miss Gordon würde das wollen. Ich werde niemanden mehr verlieren, Alfred. Dann gehören Sie zu den herausragenden Forscherinnen und Forschern. Handschuhfunk ist natürlich auch sehr cool. Ja, ich habe gerade mal spontan versucht zu scannen. So, hat einer von euch Fingerabdrücke, die er mir leihen würde? Dieses Schiffes
Ich sollte jetzt. Mach's aber nicht kaputt, wir brauchen das noch. Stabilisierungssystem des Flugschiffs haben. Das Distanz-Hacking-Gerät funktioniert aber nur innerhalb eines gewissen Radius um die Steuerkonsole. Ja, ich muss. Ah! Was es auch ist, es ist sicher nah. Wirklich nah. Direkt vor unseren neugierigen Nasen. Das ist natürlich eine schöne kleine Spielerei. So, kann ich jetzt hier eigentlich auch wieder raus, wenn ich wollte? Das ist verdammt hoch. LexCorp. Ach, gucke. LexCorp in Gotham. Da fühle ich mich wieder an William Shatner erinnert gerade. Diese unnötige Rolle, die er da gemacht hat. Ich soll schon auf die Stabilitätssteuerung zugreifen. Warum? Ach, deshalb. Ja, und nu? Da drüben sehe ich noch ein Riddler-Ding. Vielleicht können wir das ja... Vielleicht kriegen wir das ja gehackt. Nein. Weg. Gehe ich erstmal da runter. Das ist schon ein bisschen irritierend alles hier. Ob ich mich hier zurechtfinde, weiß ich noch nicht. Aber wie kommen wir da oben dran? Kommen wir da irgendwie rein? Das sieht nicht so aus, als ob das so sein soll. Oh ja, komm. Einmal neigen. Der Magnetverschluss, was? Ja, wo ist denn der Magnetverschluss? Gucke mal da. Was sich hier versteckt, das gefällt mir gar nicht, diese Entwicklung. Das heißt nämlich, dass ich später nochmal wiederkommen muss, weil ich jetzt garantiert nicht alle Riddler-Trophäen finde. Zack. So, prinzipiell würde ich dann natürlich sagen... Das könnte mich erwischen, wenn ich versuche, die Stabilität des Luftschiffs zu ändern. Die Richtung? Nee, das klappt doch auch nicht. Ich könnte natürlich einfach die magnetische Versiegelung wieder aktivieren und dann das Ding hier zur Seite schieben. So. Und schon können wir durch. Dass das keinem auffällt, dass sich das Luftschiff hin und her neigt, das finde ich schon lachhaft. Was ist das? Oh nein. Auch hier. Ferngesteuerter Batarang, vermute ich jetzt mal. Ferngesteuerter Batarang, vermute ich jetzt mal. Den wir hier durchschmeißen müssen. Zack. Okay, und wo geht's weiter? Da oben. Wer ist ein Guaha? Was machst du denn hier? Ja, okay. Ich dachte, du hättest was auf dem Kasten. So, der wird jetzt erstmal verprügelt hier. Volles Brett aufs Maul und so. Was ist denn da eben für eine Leiste gestiegen? Da links, hat er das gesehen? Oh. Eine Update-Datei ist bereits zum Installieren. Das ist ja sehr schön.
Da kommen wir natürlich wieder nicht rein. Ja, würde ich mal sagen, müssen wir wieder hacken, ne? Ich fand das schöner, als man das noch im Spiel direkt sämtliche Gadgets auswählen konnte. Und nicht immer quasi aus dem Ganzen rausgehen musste. Diese Passwörter, die sind ja auch... Die Soldaten haben ja nie was davon gehört, dass man... Und so wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch. Ich muss ihn retten. Oh, sind die Dateien? Ich verrate es nicht. Soll wir dir deine Finger abschneiden? Von mir aus. Bitte! Wir werden sie finden, klar? Unsere Leute nehmen den Laden auseinander. Je länger es dauert. Da drüben ist aber auch noch was. Mehr wird's wehtun. Du hast die Wahl. Er kriegt sie nicht. Die gehören mir. Falsch. Sie gehören uns. Bald gehören sie Scarecrow. Und du wirst tot sein. Du musst dich nur entscheiden, in wie vielen Stückchen du beerdigt werden willst. Du, schlag Mr. Stack nochmal. Mal sehen, ob er sich nicht erinnert, wo die Dateien sind. Ja, Sir. Das könnte ungemütlich werden, 26 Feinde. Aber was sollen wir machen? Oh, da ist ein, da ist wieder so ein Schwertkämpfer. So, jetzt sind gleich mal ein paar weniger. So, gleich mal wieder ein paar ausschalten, zack. Nein, tust du nicht. Niemand hält den Batman fest. Da hat mich einer geworfen eben. Ups. So, hier auch mal aufs Maul. Hey, der hat mich aber nicht getroffen, oder? Erst die Kleinen. Au, wo kommt denn der jetzt noch her? Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Und zwar relativ souverän sogar. So, und tschüss, Mann! Das war wirklich sehr souverän. Das habe ich gar nicht mitgerechnet. Vielen Dank. Ja. Die hätten mich umgebracht. Wieso? Was haben sie getan? Nichts. Diese Tiere stürmten rein und feuerten drauf los. Sie haben diese Zylinder eingesammelt. Nimbus-Generatoren. Eine absolut saubere Energiezellentechnologie, die wir entwickelten. Wo ist Scarecrow? Er ist auf dem zweiten Luftschiff. Hatte er jemanden bei sich? Oh, sie meinen Barbara Gordon. Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder? Simon? Was passiert hier gerade? Die stehen alle wieder auf. Warum? Was ist los? Okay. Voll lustig, wa? Ich lach mich schlapp. Darf ich jetzt irgendwie aufs Maul hauen? Oder hört das auch von alleine wieder auf? Geh weg! Du gehst du weg! Nein, 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 du gehst weg! Lass mich in Ruhe! Ziel gesichert, wir bringen ihn zu Arc 2. Kommen! Batman! Nein! Klappe! Sag auf Wiedersehen. Du siehst ihn nie wieder. Das ist ein, Widerspruch.
Sag auf Wiedersehen, du siehst ihn nie wieder. Das passt nicht. Mr. J, was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen?